Nach 14 Jahren ist er wieder zurück auf der Jenaer Trainerbank, Henning Bürger. Damals spielte der FCC noch in der zweiten Bundesliga und stand im Halbfinale des DFB-Pokals. Bürger hat also einiges erlebt mit dem FC Carl Zeiss. Und gestern Abend, da erlebt er eine Mannschaft, die wie ausgewechselt erscheint im Vergleich zu den letzten Wochen. Dabei stehen im Grunde die gleichen Spieler auf dem Platz wie unter Andreas Patz. Und doch ist alles anders diesmal im Abbe-Sportfeld. Das ist viel Psychologie, das ist im Sport so, im Fußball so. Und jede Serie hat ein Ende. Und man ist natürlich aufgefordert, ich sag mal, aktiv daran mitzuwirken, dass so eine Serie mal beendet ist. Und diese aktive Mitwirkung seiner Spieler, die lässt nicht lange auf sich warten. Exakt 90 Sekunden dauert es nur vom Anpfiff, bis der Ball zum ersten Mal im Berliner Tor liegt. Muyomo mit der Vorlage für Justin Petermann und der erwischt den Ball mit links optimal und schweißt ihn ins Dreieck. Von so einem Start als neuer Trainer träumt man natürlich. Für Henning Bürger wird der Traum schon nach 2 Minuten wahr. Ewigkeiten hatte Jena aus dem Spiel heraus kein Tor mehr erzielt. Und nun dieses Schöne hier von Petermann, das den FCC früh in die gewünschte Richtung bringt. Und trotzdem bleibt Henning Bürger engagiert, was man seinem Vorgänger ja manchmal abgesprochen hat. Und das überträgt sich auf die Mannschaft, die dem BAK kaum Luft zum Atmen lässt. Hoppe ist das auf Max Grimm, der weiterleitet zu Maximilian Kraus. In der Mitte steht Johnny Muyomo völlig frei und der muss hier nach 19 Minuten schon das 2:0 machen. Da ärgert sich der gebürtige Leipziger, dass er den Ball nicht besser platziert hat. Deshalb kommt BAK-Torhüter Zwick noch dran und kann zur Ecke klären. Und die wird dann auch gleich wieder gefährlich durch die Kopfballablage von Max Grimm auf Muyomo. Doch der bekommt nicht genug Druck hinter den Ball. Damit ist auch diese Riesenchance vertan. Viele haben sich gefragt, so nach 25 Minuten, mein Gott, wann trifft der Muyomo endlich mal das Tor? Und dann zweimal. Was ging da in Ihnen vor? Ja, das habe ich mich auch bei den ersten beiden Chancen gefragt, was ist hier los? Und normalerweise bekommst du dann, wenn du so zwei Dinger hast, nicht mehr nochmal so eine Chance. Aber normal ist gestern Abend eben nichts. Es kommt die nächste Chance und zwar in der 33. Minute, als Jena nachsetzt nach einem Freistoß. Kapitän René Lange, der den gelb-rot gesperrten Striezel ersetzt, bleibt sprichwörtlich am Ball, schiebt ihn rüber zu Muyomo und diesmal ist er drin. Mit Fleiß und Geduld kommt der FC Carl Zeiss zum 2:0. Und so sieht Henning Bürger diesen Treffer. Relativ entspannt. Während ringsherum alle austicken, freut sich der Trainer nach innen. Und zwar über das konsequente Nachsetzen seiner Spieler, die keinen Zweikampf scheuen, viele davon gewinnen. Und das wird belohnt. Und endlich belohnt sich auch Johnny Muyomo mit einem Tor. Der sich aber mit dem 2:0 nicht zufrieden gibt. Auch so eine neue Qualität, die man erkennen kann nach der ersten Trainingswoche unter Bürger. Und schwupps, fällt schon das 3:0. Wieder heißt der Torschütze Jonathan Muyomo. Und seinem Trainer ist es fast schon ein bisschen peinlich, wie gut das hier läuft. Als ob da eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld steht als in den letzten Wochen. Prima Vorlage von Pascal Verkamp genau in den Lauf von Muyomo, der keine Mühe hat, hier sein zweites Tor in diesem Spiel zu machen. Sein drittes insgesamt in dieser Saison. Wir haben gesagt, heute hauen wir alles rein, zeigen, dass wir Fußball spielen können, spielen mit einem großen Herz und ja, geben alles, hauen alles rein. Und warum habt ihr das in den letzten Spielen nicht gemacht? Ja, das haben wir auch gemacht, aber da war es, also das kann man auch so nicht sagen jetzt, war ein bisschen schwierig und heute ja, ein bisschen auch Spielglück und Feuer gezeigt, das war schon sehr schön heute hier. Denn dass es schon zur Halbzeitpause Standing Ovations von den Rängen gibt, das kam auch lange nicht mehr vor in Jena. Damit honorieren die 3.500 Fans die wohl bisher beste erste Halbzeit in dieser Saison, die natürlich schwer zu toppen ist im zweiten Durchgang, obwohl Jena ab der 49. Minute mit einem Spieler mehr auf dem Platz steht, nach dieser Tätigkeit von Sieten gegen Maximilian Kraus. Und da hilft auch keine Diskussion mit dem Schiedsrichter, der Berliner AK muss das Spiel mit 10 Mann zu Ende bringen. Sieten ist sich zwar keiner Schuld bewusst,
Aber nun hat der Gastgeber im Grunde nichts mehr zu befürchten und kann das Spiel gemütlich nach Hause bringen. Mit nur noch wenigen Höhepunkten in der zweiten Halbzeit. Einer davon ist dieser Schuss hier von Max Grimm, der ein sehr gutes Startelf-Debüt feiert unter Henning Bürger. Grimm ja einer aus dem eigenen Nachwuchs, auf den der Club in Zukunft verstärkt setzen will. Ja, und dann ist es auch schon geschafft. Die Premiere von Henning Bürger als Trainer von Carl Zeiss Jena wird ein voller Erfolg. Man muss den Jungs ein Riesenkompliment machen. Die haben es extrem diszipliniert gespielt. Haben auch wirklich die notwendige Courage gezeigt, sich aus dem Schlamassel rauszuziehen. Mit vielen kleinen einzelnen Aktionen waren sehr ballsicher und haben sich so Step by Step in das Spiel reingearbeitet. Und der Start war natürlich perfekt. Ja, und er zeigt, dass die Mannschaft doch nicht so schlecht ist, wie sie zuletzt gespielt hat. Jetzt muss man allerdings sehen, ob das Ganze nur ein Strohfeuer ist oder nachhaltig. Steffi.